Ja, hallo und willkommen zu einem weiteren Video von Glühdrack. Spielt nach nicht ganz richtig, das ist eine neue Playlist-Art, neue Kategorie. Wir machen dann das Willkommen zu Glühdracks Testet. Die Idee hierbei ist, das habe ich durch dieses Spiel erst ins Leben gerufen, die Idee ist, Spiele oder in dem Fall Demos anzutesten, um gemeinsam herauszufinden, ob das eventuell zukünftig was für uns ist, dass wir gemeinsam spielen können, wenn eine unserer regulären Spielserien fertig ist, durch ist, wenn wir da nicht mehr weiter spielen können. Da muss ja neuer Content kommen. Und ja, mit Frozen Flame machen wir einen Anfang. Das ist zurzeit eine Demo, die es bei Steam gibt. Und das Spiel soll im Herbst ungefähr 2022 rauskommen, also dieses Jahr noch. Bin mal gespannt, ob das was ist oder nicht. Ich hatte schon mal ganz kurz reingeguckt, so 10 Minuten habe ich schon mal gespielt gehabt, einmal um OBS anzutesten und naja, ich wollte gucken, ob das was für mich ist. Und während der ersten 5 Minuten oder so im Spiel habe ich mir dann überlegt, warte mal, mach das gemeinsam mit den Leuten, die den Kanal angucken und guck mal. Dementsprechend, ja, machen wir das erste Stückchen jetzt nochmal. Das ist hier das Save Game Ding. Und ja, wir machen natürlich New Game. Enter für New Game. So, zack. Wunderbar. Dann schauen wir mal. New Game. Ach, können wir uns klicken. Very Hard und Hard sind nicht verfügbar in der Demo. Ist in Ordnung. Wie gesagt, ist eine Spiel-Demo, was soll's. Dann bleibt uns also nur Medium. Standardspiel-Schwierigkeit. Und dann schauen wir mal. Also, der erste Eindruck, den ich hatte, war schon relativ positiv. Mal gucken, wie viele Folgen wir dafür brauchen, wie lange wir überhaupt in der Demo spielen dürfen, das weiß ich gar nicht. Soweit ich gesehen habe, sind ein bisschen Sprachausgabe oder sowas sind in dem Tutorial noch nicht so wirklich vorhanden. Ja, wir laufen jetzt hier irgendwie als Skelett rum. Warum, weshalb oder so, keine Ahnung. Und ja, unser Interface sagt, dass wir mit der rechten Maustaste irgendwas machen können, aber da tut sich noch nichts, wenn wir da drauf drücken. Es liegt dann schwer drum. Whatever. Gut, mit E interagieren. Jetzt haben wir ein Schwert und jetzt können wir was machen. Kann ich mit Rechtsklick jetzt was machen? Rechtsklick scheint ein Block zu sein, das steht ja auch da. Na gut. Ja. Hier fehlt noch ein bisschen Guidance, was wir hier so machen sollen. Ich denke mal, wir sollen hier einfach die Dudes hier umklatschen. Eigentlich, ich weiß, dass wir das machen müssen. Hier war ich schon mal. Ich war aber nicht allzu viel wesentlich weiter. Kampfmechanik scheint recht schlüssig zu sein. Ist noch ein bisschen hakelig, aber trotzdem gut zu spielen. Okay, wir füllen irgendeine Powerleiste da auf. Wofür die genau ist, weiß ich nicht. Wo ist eigentlich unsere Gesundheit? Achso, oben links. Ich denke mal, wir müssen alle Dudes hier wieder machen. So, jetzt haben wir Rechtsklick, Flamme, grüne Leiste voll. Die baut sich langsam ab. Was ist, wenn ich die jetzt drücke? Machen wir einen Superblock oder so? Keine Ahnung, was das damit aussieht. Ich denke mal, das werden wir wohl im Laufe des Spiels herausfinden, was das damit aussieht. Ich habe irgendwie ein bisschen Schaden genommen. Oh, Nachzügler. Hast du gerade eine Sprungattacke gemacht? Warte mal, die Dudes kommen neu. Ich kann nicht sofort springen, aber ich kann in der Luft selber kann ich eine Powerattacke nach unten machen, mehr oder weniger. Mit Doppelklick. Leertaste, Doppelklick. Leertaste, Klick macht auch. Ja, okay, dann. Das ist ein bisschen verzögert. Komm du mal hier noch. Okay. Da sind wir mehr oder weniger in den Kampf reingesprungen. 90% war's. Haltbarkeit von dem Schwert? Haben die Waffen Haltbarkeit? Keine Ahnung. Und was sind die Symbole da unter unserer roten Leiste? Was ist da gerade rumgeswitcht? Da waren gerade mehr Symbole. So, ich kann mit dir reden. There's no time to talk. Ja, gut. Und jetzt? Muss ich weiter klicken? Nein. Weiter E drücken? Weiter E drücken. Okay. You have to leave this place as soon as possible. Leertaste drücken bringt nichts. Man muss tatsächlich E drücken. Okay.
That gives you the ability to fly like a bird. Head straight into the energy vortex. Nice. Gut. Ah, okay. Jetzt haben wir unten rechts wieder auf der Leiste ein neues Kästchen freigeschaltet. Space. Okay, muss man quasi Doppelsprung ausführen. Okay. Speed ist W und Slowdown ist S. Ups, was passiert, wenn wir hier runterfallen? Sterben wir dann? Wir sterben. Death. Okay, Rebirth. Okay, in die Richtung darf ich wohl nicht fliegen. Alles klar. Nur austesten, wie alles funktioniert. Okay, und jetzt, wenn ich jetzt W drücke, machst du den Flug um S. Wirklich langsamer oder schneller siehst du aber nicht aus. Rise again, small pebble. Okay. Ich heiße nicht Pebble, ich bin nicht Pebble. Und jetzt kriegen wir unseren eigentlichen Charakter. Irgendwie sind wir jetzt kein Skelett mehr. Ich weiß nicht, wieso wir da ein Skelett waren. Und jetzt kann man Charakter auch vernünftig einstellen. Ja, whatever. Lass mal gucken. Gehen wir mal erstmal auf Face Details ein. Schön, dass du direkt automatisch reinzoomst. Wieso wir nicht alles mit 1 anfangen oder so, ist mir ein Rätsel, aber okay, passt so. 2 sieht interessant aus. 3, 4, 5. Kleine Unterschiede nur, aber es reicht ja. 6, Mr. Sommersprosse. Keine Ahnung, 2 sieht am besten aus. Ich denke mal, der will wohl in der finalen Version mehr sein. Hairstyles fangen wir auch mal bei 1 an. Du gehst bis 9 hoch. Okay. Kann ich dich drehen? Ich kann nicht drehen. Sweet. Nee. Nee. Besser. No, nee, ohne Zöpfchen bitte. Das sieht sowas von tuckig aus. Das sieht auch scheiße aus. Das sieht akzeptabel aus. Ich glaube, am besten gefällt mir Ovara. Nummer 4 gefällt mir am besten. Immer noch nicht gut, aber von dem, was wir zur Auswahl haben, am besten. Ja, Hair Colors, so einen pinken Scheiß brauchen wir nicht anfangen. Machen wir einen auf Wikinger? Ich habe keine Ahnung, ob das zum Spiel passt, aber nehmen wir mal. Und Augenfarben, bläulich. Skin Color, du kannst ein bisschen heller werden. Nee, nicht, wir wollen nicht ein bisschen negeriger werden, wir wollen ein bisschen heller werden. Machen wir ein bisschen mehr Weißbrot. Weniger Neger, mehr Weißbrot. So. Und da liegt ein Büchlein rum. Read. Ever flash again. Real warm, strong blood flows within me again. Before my mind is completely intoxicated with joy, I will leave a note for those who follow in my footsteps. Remember, only the sorcerer of the sacred dragon can release from the prison that faceless created. Ja, that remember sagt mir gar nichts. Muss wohl Insiderwissen sein. So, die Welt sieht noch ziemlich scheiße aus. Noch ziemlich blau gehalten. Aber drin, da ist nichts drin. Hier darf ich auch nicht fliegen. Geht das nur bei Schluchten oder sowas, dass man in die Vogelversion darf? Ah ne, das ist ja gerade das wieder ein Schloss vor dem Vogel. So, die Särge scheinen leer zu sein. Wir haben auch keine Waffe mehr. Kann ich denn? Ich kann zuschlagen. Okay, ich kann es aufs Maul geben. Hier ist jemand drin, ein Skelett. Schön Schmetterlingen. Der Hintergrund sieht interessant aus. Irgendwelche Pilze an den Kliffen. Oh. Inspect. Okay. Hier lies the corrupted bones of the great. Kannst du mal ein paar Sekunden länger stehen bleiben? Great Storyteller KF. Sadly, he died at work. Eine Hommage an irgendeinen Mitentwickler oder irgendein Gimmick oder so. Ja, was hat die Dame denn? Ich hab dich befreit, Reisender. Okay. Now my strength is running out. Go away. The spirit of faceless is near. Der Geist vom Gesichtslosen ist nah. Okay. Whatever, wenn du das sagst. Oh. Ja, da fehlt noch eine Vertonung dabei oder so. Umgebungsgeräusche waren in der Sequenz schon drin, ne? Aber irgendwie keine Sprachausgabe oder so. Wäre noch sweet, wenn da was zu hören wäre.
Oh, wir haben großes X bei dem Weltenbaumportal, was das da sein soll. Teldrassil, Nordrassil oder keine Ahnung, was das ist. Okay, der Vogel scheint wohl die Tuse gewesen zu sein. Interessant. Ja, und bis hierhin, beziehungsweise, na, nach der Szene bin ich aus dem Spiel raus, hab dann gesagt, ja komm, da machst du mit den Zuschauern hier gemeinsam. Guckst mal, was da los ist. Alles hinter ist Neuland. Und wie es aussieht, wie es mir wünscht, kommen wir jetzt zum eigentlichen Spiel. Oder zur eigentlichen Demo. Wie auch immer das mal ausdrücken mag. Ja, Loading Screen, schön. Nämlich irgendwie an Frostwürmer aus World of Warcraft hier, Frozen Dings, ne Quatsch hier, Norland. Mach fertig das Loading. So. Ah ja, hier sieht es auch wesentlich schöner aus. So, wir haben jetzt eine Map neu hinzugekommen und Inventory über Tab. Gucken wir mal erstmal auf die Map. Okay, Path of Nisra. Find the way to the Ice Citadel. Path of Kronos, reach the portal. Das scheinen wohl Aufgaben für uns zu sein. Was wir machen sollen. Was das hier ist, kein Plan. Tag-Nacht-Wechsel eventuell. Könnte gut hinkommen. Können Marker hinpacken. Okay. Dann dreht sich unser Charakter auch auf der Map. Whatever. Mouse-Over gibt es keine Informationen hier drüber. Und Hide-Legende, dann geht das weg. Aber dann sehen wir, wie die Ecken hier heißen. Sacred Mountain, Whispering Forest, Kronos Portal. Reach the Portal. Okay. Da sollen wir also als Hauptaufgabe wahrscheinlich hin. I'm not so sure. Dann machen wir mal Close. Und den Marker, den ich gesetzt habe, sieht man oben auf dem Kompass. Interessant. Und Tab. Okay. Level 1 sind wir. Gesundheit von 100. Safe Temp. 4 bis 24. Keine Ahnung, was das heißen soll. Wahrscheinlich, wo die Umwelteinflüsse uns nichts ausmachen. 4 Grad oder Fahrenheit bis 24 Grad oder Fahrenheit. Müsste wahrscheinlich Grad sein. Fahrenheit wären höhere Zahlen. Defense von 6, das ist relativ selbsterklärend. Und Max Gewicht, was wir tragen können, sind 60 Kilo und 1,5 Kilo tragen. Ich denke mal, dass es Kilo sind. Unequipped, Drop, Close. Okay, das ist unser Lendenschurz. Dann gibt es hier noch Tabs. Für. Das sieht nach Waffen aus, das sieht nach Werkzeuge aus, Material, Nahrung und Allgemeininventar. Denke ich mir mal. Achso, das hier können wir auch craften. Okay, da brauchen wir Branches für und Stone für. Für eine Axt. Achso, hier geht das Survival-mäßige aus dem Spiel los. Okay, das habe ich noch gar nicht gesehen gehabt. Attribute. Oh, da gibt es einiges. Das scheint wohl ein bisschen tiefgehender zu sein. Und Freunde, das heißt, das braucht man, kann man auch im Multiplayer spielen. Ja, ja, beim Startbild hier eben schon. So, wie kriege ich denn Ressourcen? Ich denke mal, wir müssen anfangen, hier Bäumchen zu klatschen, wie das meistens so ist in so Survival Games oder so. Kann ich auch schon Steinchen klatschen? Ich habe noch nichts zu hauen. Doch ja, auch so eine normale Faust. Eine Waffe wäre schon pralle. So, was bist du hier, schön Leuchtekäfer? Examinieren. We, the pilgrims torn from the death embrace by the magical flame of the keeper, woe to fight the cursed ones until our bodies crumble and our souls are extinguished. Ja, wir schwören also ewig die Gefallenen hier zu bekämpfen. Cool. Wofür du da bist, kein Plan. Aber hier ist ein Baum. Gibst du mir Äste, wenn ich dich kloppe? Sehe nirgendwo was in Inventar dazukommen. Wir verlieren Gesundheit, wenn wir da hauen. Okay, wenn ich jetzt Tab drücke und hier hingehe, haben wir irgendwas aufgehoben? Nein, haben wir nicht.
Okay. Das scheint quasi, ja, quasi uns erlauben, uns zu erlauben, überhaupt zu bauen. Und wo packe ich dich jetzt hin? Sieht aus wie so ein Cornerstone. Warte mal. Richard by Sacred Place. Okay. Kann ich dich irgendwo hinpflanzen? Ich renne jetzt hier mit so einer Powerbubble rum und habe keinen Plan, was ich damit machen soll. Kann ich das wegklicken? Construct, Rotate, Cancel. Cancel mal rechtsklick zum Cancel. Gut. Cool, wie er sich die Hände reibt dabei. Aber ich sehe noch keine Rohstoffe, nix. Aber hier sehe ich wieder den Birdie. Gibst du uns Hinweise? Ja, hier wird der Weg gezeigt. Cool, aber ich brauche jetzt erstmal irgendwie Rohstoffe. Das glitzert schön, das sieht aus, als wenn man das dann aufheben kann. Stone. Cool. Also Glitzer-Pickups. So ein System. Alles klar. Damit können wir arbeiten, wenn wir gar nicht in den armen Baum verprügeln müssen. Branches. Da glitzert doch auch was, oder? Halt. Ja, die Branches sieht man relativ spät. Inspect, what is das? This tree has too strong trunk. An axe will not take it. Okay, der Baum ist zu stark, da kann eine Axt nicht gegen ein. Diese kurzen Hilftipps oder sowas, die könnten ein wenig schneller, länger auf dem Bildschirm bleiben, denn das geht relativ fix weg. So, jetzt müsste ich doch eigentlich... Was bist du? Construction Core? Ach, das ist das Ding hier. Das sieht aber anders aus als das, was wir da im Inventar liegen haben. Okay. Jetzt seid ihr auch blau hinterlegt. Das heißt, dafür sollten wir jetzt Material über haben. Das heißt, wir müssten jetzt eine Axt bauen können, richtig? Und du gehst direkt auf die 1. Was würdest du machen? Bonefire? A source of heat and place to cook? Relativ klar. Wooden Crate, also eine Kiste. Und was bist du? Ein Arbeitstischlein. Da brauchen wir noch mehr. Da brauchen wir Logs für. Keine Branches. Eins drücken, um die Axt zu nehmen. Relativ logisch. Und. Oh, du kriegst dann einen grünen Rahmen drum. Das heißt, mit dir darf ich interagieren. Okay, habe ich jetzt automatisch alles an Logs oder muss ich die manuell aufheben? Ich muss die manuell aufheben. Okay, Branches, Logs, interessant. Da glitzert auch noch was. Nur die Frage, wo wir unser erstes Fleckchen hier hinbauen. Sagt ihr uns irgendwann, hier kannst du dich niederlassen, fahr mal hier an oder machen wir das frei Schnauze? Gerade ein bisschen zurückhaltend. Da scheint es Erze zu geben. Interessant. Was ist das? Wurbelpflanzen oder Gegner? Bist du ein Questgeber? Du hast was Gelbes über dem Kopf. Da fliegt irgendeine Bubbelpflanze rum. Talk und Trade. Ihr gedrückt halten für Trade? Ah ja, ihr gedrückt halten für Trade. Okay, du würdest uns, was würdest du uns verkaufen? Wooden Torch Blueprint und Woven Backpack. Simple but firm back with straps. This could make journey more comfortable. Okay, braucht 300 Münzen, Coins. Alright, lass uns mal regulär mit dir reden. Sprachausgabe wäre echt schön. Aber ein bisschen Sprachausgabe ist auch da, aber verdammt leise. Oder habe ich einfach nur die Option nicht hochgedreht? Muss ich mal sofort mal gucken. Okay. Selbsthumor in der Gestaltung der NPCs? Nein. Die Erinnerung. Okay. Lass mich mal eben gucken. Gibt es hier Settings? Ja, offensichtlich.
Sounds. Master Volume ist ab. Die Volumes sind aber eigentlich hoch auf 100%. Und so, der reguläre Game Sound ist vorhanden. Kann ich hören. Ist kein Problem. Nur, das, was der Dude gerade gesagt hat, war sehr, sehr leise. Ich habe gehört, dass er was gesagt hat, aber ich komme nicht raus, wenn was. Okay, wir können sprinten, das ist schön. Da meine Gesundheit sich nicht wieder auffüllt, macht mir noch ein wenig Sorgen, aber schauen wir mal. Das ist wieder ein Birdie. Die Ecke hier mit dem Fluss gefällt mir. Okay, wir brauchen also eine vernünftige Waffe, bevor wir da hingehen. Das sieht aus, als wenn der Jockel hier uns entdeckt hätte. Hast du uns entdeckt? Ja, Tatsache. Das ist aber scheiße. Denn da so ein Hilfs-NPC ist, der sagte, geh bitte nicht weiter, weil die Gegner da vorne Gegner sind. Geh nur weiter, wenn du eine Waffe hast. Dann sollten die Gegner auch außer der Reichweite sein, nicht automatisch Akku ziehen. Wo man mit dem NPC spricht. So, wie weit folgst du mir? Scheint zu müssen nicht mehr in der Renderreichweite zu sein oder so, keine Ahnung. Du bist weg, was bist du? Activate. Activate what? E gedrückt halten. Okay. Seek Guidance. Okay, was machst denn du jetzt? Cancel Ritual. Ich will kein Cancel machen, aber ich kann nochmal Seek Guidance drücken. Ist das so ein Minispiel, wo man alle drei aktivieren muss gleichzeitig? Ach so. Das war Nummer 1, aber die Zeit läuft ab. Ja, das geht also auf Zeit. Dann canceln wir nochmal. Aktivieren. Seek Guidance. Das ist der erste Jockel. Die anderen beiden Jockel sind in die Richtung. Ah ja, ich sehe es. Hier ist Nummer 2. Und du müsstest Nummer 3 sein. Ah, wir haben jemanden angepisst. So, was haben wir jetzt? Aktiviert fürs Vervollständigen. Wieso bist du jetzt aber auf uns? Du killst mich hier fast. Sonst noch jemand sauer auf uns? Ja, der hier. Wieso seid ihr jetzt sauer auf mich? Ich hätte gerne Antworten. Wart ihr doch gerade noch nicht. Loot. Ah, wir können looten. Take. Okay. Wieso sind die Dinger jetzt aggressiv? Ich verstehe das nicht. Ui. Rebirth. Wo kommen wir wieder raus? Ach, Gottchen. Ziemlich weit hier hinten. Oh, und da ist jetzt ein rotes X auf der Map. Wieso ist da jetzt ein rotes X? Ist das da, wo wir gestorben sind? Wahrscheinlich, wa? Aber ich scheine noch alles zu haben. Was war das? Okay. Ich hab nicht kaputt gemacht. Birdie dürfen wir immer noch nicht. Das blocken. Da schwebt eine blaue Bubble. Wo wir gestorben sind, wa? Gather Flame. Okay. Whatever. Chill mal rum da, Alter. Ich weiß nicht, was ich dir gerade getan habe, aber bleib mal ganz chillig. So, hier irgendwo war doch das Terminal-Ding. Da. Quasi so ein Lernprozess, wa? Complete Ritual. Und jetzt haben wir mehr Gesundheit. Die Gesundheitsleiste ist höher geworden. Und der Rest, der da hochgefloppt ist, auf dem Bildschirm zu sehen war, habe ich jetzt nicht mitgekriegt, weil ich oben links auf die Frozen Flame Anzeige da geachtet habe. Frozen Flames 2. Ja, was auch immer das heißen mag. Da hinten scheint nochmal so ein Ding zu sein. Was ist denn jetzt mit euch los, ihr Dude? Seid ihr generell harmlos oder seid ihr aggressiven oder macht ihr nach Lust und Laune? Ich weiß nicht, was das getriggert hat. Außer die Aktivierung des Runensteins. Ich denke mal, das soll ein Runenstein oder sowas sein.
Gib mir mal ein bisschen Stein hier. Kann man euch eine Rolle sammeln hier? Pilze? Harvest. Gut, müssen wir gedrückt halten. Ich weiß nicht, was ich mit euch mache, aber passt schon. Hier scheine ich wohl wieder die Axt nehmen zu können. Macht aber nicht viel Schaden, aber du bist grün. Und die Axt ist jetzt kaputt. Okay, kann ich dich reparieren? Craft, show all. Nee, kann ich, equip, drop, close. Keine Reparationsfunktion. Okay. Dann lass uns mal gucken. Du warst ein Feuer. Workbench. Das brauchen wir noch. Muss ja eine neue Axt craften. Wahrscheinlich, wa? Damit wir die Werkbänke machen können, brauchen wir noch mehr Holz. Das Ding haben wir schon im Inventar, wa? Wie nutze ich das denn jetzt? Use. Ach so. Ich hätte weiter auf den Boden gucken müssen, damit ich an so einen Rahmen rumkriege. Wo pflanzen wir uns denn nieder? Keine Ahnung. Ich würde sagen, einfach direkt hier. How to build. Q to enter building mode. Ja, das kenne ich aus anderen Spielen schon. Also in Q können wir in Baumodus rein. Okay. Nett. Und jetzt? Oh. Makeshift Foundation, Makeshift Floor, Makeshift Wall, Door, Shutters, Makeshift Post, Beams. Ja, das scheint also Basis zu sein. Holz und Stein und Magie. Haben wir da, was bist du? Und Tool. Was haben wir denn bei Tools? Destroy, Repair. Okay. Ja, dann lass uns erstmal irgendwo eine Foundation hinplatzen. Du hängst auch direkt im Boden drin. Rotieren. Wunderbar. Eins. Und, oh, ihr snappt direkt wunderbar da dran. Das ist schön. Zwei. Drei. Vier. Machen wir 3x3. Ja, ich würde sagen, 3x3 scheint relativ Standard zu sein, relativ passabel. Wir haben nicht genug Ästchen. So, wie kann man, dann gehe ich wieder mit dem Q aus dem Baumino raus. Nein, wie schließe ich dich wieder? Exit ist Rechtsklick, okay. Steht doch da, musst du nur lesen können. Wir haben eine neue Axt an. Da liegt auch noch was rum. Flint. Okay, Feuersteinchen. Das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal Ressourcen sammeln. Du bist ein Baum, der wahrscheinlich zu groß ist. Dich können wir aber weghacken. So. Zweimal Ästchen aufheben und dreimal Ästchen aufheben und einmal Stämme aufheben. Okay, dann bräuchten wir aber noch ein paar kleine Bäumchen. Das sind alle so große Bäumchen. Mit dem bisschen kommen wir nicht weit. Muss ja wenigstens mal so ein Haus haben und eine Werkbank oder so. Damit wir weiterführende Sachen herstellen können, wie Waffen, Pickaxe oder so. Ey, hier ist auch schon ein böser Dude. Dammit, ich darf echt nicht weit rausrennen, ne? Wir haben bis jetzt nur die Axt hier, das ist ein Werkzeug. Ich glaube nicht, dass du so gut bist zum Kämpfen. Dann probieren wir mal aus hier. Komm hier. Oh, da ist jetzt Sprachausgabe. Der macht AAA. Oh, wir haben keine Ausdauer mehr. Okay, das ist also der grüne Balken unter unserem Charakter. Okay. Wir haben Haltbarkeit von der Axt wieder verloren. Ich denke, man braucht eine Werkbank, um die Axt auch zu reparieren. Na, das wird mein Thron hier. Von hier aus kann ich gucken gehen. Sweet. Aber ich brauche mehr Holz. Holzbalken. Das ist auch wieder so ein kleiner Baum. Und das ist auch wieder so ein böser Dude. Mehr kleinere Holzbäumchen zum Abhacken wären ganz cool hier. Da soll ich erst hin, wenn ich eine vernünftige Waffe habe. Kann ich Büsche jetzt kaputt machen? Nee. Da sind keine Bäumchen.
kann man auch gedrückt halten, die linke Maus. Okay. Das könnte echt ein interessantes Spiel werden, meiner Meinung nach. Aber da seid ihr gefragt. Ich weiß noch nicht, worum es hier geht, aber das Design gefällt mir vom Grundspiel. Und ja, es ist wieder ein Survival-Game. Ne? Wieder was, wo man Basis und sowas bauen muss, Rohstoffe abbauen muss und sowas. Gefällt mir sowieso. Und der Dude scheint sauer zu sein. Oh, warte mal, da stand was drauf. Harvesting. So, wir haben Äste gekriegt und zwei Äpfelchen. Ich denke mal, wenn ich die Äpfelchen esse, kriege ich Gesundheit dazu. Ist das richtig? Lass mal öffnen. Lass mal usen. Health Regeneration. Sweet. Kann ich dich auf die Leiste ziehen? Jo. Ich kann dich in die Vier reinlegen. Und von da aus nutzen. Ja, das ist praktisch. So. Nur, dass man nach dem Hacken das Zeug hier so aufheben muss, das gefällt mir nicht ganz so pralle. Automatisch Loot wäre da angenehmer. Was bist du? Toughlock. Stabiles Holz. Okay, interessanter Tooltip. Was ist das? Medium Flame Essence, whatever. Ich weiß noch nicht, wofür die Flamme da sein soll. Was machst du? Mushroom. Cost a life of magnitude, however it is. Cost the life of many hungry pilgrims. Ihr seid also, ich denke mal, ihr seid wohl ungesund. Ich könnte dich aber auch usen. Was passiert, wenn ich dich use? Oh, rohe Mahlzeit. Ich denke mal, verlieren wir jetzt Gesundheit? Haben wir die Gesundheit verloren oder haben wir gewonnen? Das ist jetzt drei Kästchen voll. Ich mach mal nochmal Use. Ja, die Gesundheit geht ein bisschen runter dann. Naja, war ziemlich eindeutig eigentlich schon vom angezeigten Tooltip da. Vom Text her. What? Kamera geht komisch. Oh, und dieses komische Tischlein, was wir abgesetzt haben. Au, mega fetten grünen Beam, wo wir unsere Basis gebaut haben. Oder Anfänge unserer Basis. Interessant. Und wo wir hin drüber gerannt sind, da ist auch auf dem Kompass jetzt zu sehen. Interessant, interessant. Ich gar nicht drauf geachtet. Habt ihr wahrscheinlich schon früher gesehen als ich. Bin mal gespannt, wie schnell die Bäumchen hier nachwachsen. Und wir scheinen jetzt überladen zu sein. Egal, ich hack den trotzdem hier noch ab. Gucken, wie lange wir rumschleichen können. Oder bis wir irgendwann stillstehen. Du hebst noch alles auf. Und laufen kann ich noch. Wenn auch langsamer, aber ich kann noch laufen. Das ist die Hauptsache. So, was sagt jetzt unser Inventar-Übersichtsding? Attribute. Wo war denn wo stand das Gewicht denn? Ich habe auf ihn gedrückt, um da hinzukommen. Keine Ahnung. Dann lass uns mal langsam zurückdackeln. Richtung Beam. Und gucken, ob wir da. Ach, falsche Taste. Das Ding haben wir gebaut. Das Ding bauen können. Craft. So. Dann mal gucken. Werkbank haben wir gerade gebaut. Das craften. So, jetzt haben wir die im Inventar. Dadurch haben wir sind wir ressourcenquitt geworden und sind leichter geworden. War schon fast klar, dass das so funktioniert, oder? Ah, okay, ich kann einfach pflücken oder komplett abbauen. Komplett abbauen gefällt mir besser. Und da nehmen wir dann sämtliche Ressourcen ins Inventar automatisch rein. Ha. Waren wir hier schon? Nee, von hier sind wir gekommen. Okay.
bisschen die Orientierung gerade verloren. So, und falsche Taste, nochmal einmal Q. Wir wollten nochmal einmal eine Foundation. Du merkst ja, was wir als letztes benutzt haben. Das ist cool. Nee, das hätte ich gerne. So. Dann gehen wir wieder aus Q raus. Ach, Escape ist Rechtsklick. Du guckst automatisch diesen komischen Wichter an. Interessant. Tab drücken. Lass mal mit der Werkbank anfangen. So, platzieren. Wo kannst du denn platziert werden? Can only be placed in shelter. Ja, aber was ist das denn hier? Brauchst du eventuell vorher noch ein Dach oder sowas? Makeshift Door. Braucht man keinen Türrahmen? Brauchen wir zwei Türen pro Fundament? Sieht ganz so aus. Mein, mich würde es nicht stören. Dann hätte ich doch dann gerne den Eingang. Da. So. 100% protected. Geschützt. Da gibt ihr mal Wände. Oh. Ich dachte, ihr werdet. Würde ein komplettes Segment geben. Okay, müssen wir vier für einen so eine Fundamentseite haben, damit ihr auf, ja, eine Seite des Fundamentes abdeckt und die Höhe der Tür erreicht. Wow! Komm, geh aus dem Menü raus. Ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, in das Menü hier reinzukommen. Oh, ich hau auch noch einen Klamotten jetzt hier, die eine Wände und sowas kaputt. Kein Problem. Hauptsache der Yoshi geht kaputt. E für Open Door. R für Access. Was macht man hier bei R? Owner only. Permissions, friend, everyone. Okay. Ja, das reicht für so wie es ist, reicht es uns. Alright. Oh, wir sind fast hops. Ach. Du selbst aber irgendwie immer automatisch hier rum. Von alleine, das mag ich gar nicht. Und uns gehen die Ästchen aus. Damit, das verbraucht aber ordentlich Rohstoffe hier. Okay. Wir haben eine Frozen Flame 3 jetzt. War doch immer eine Frozen Flame sein soll. Wissen wir noch nicht. Wir haben nur noch 4 Segmente. Ich denke mal, du gilt erst als komplettes Shelter, wenn da ein Dach drauf ist. Damit. So, wir brauchen mehr Äpfelchen. Oh Gott, viel bringen die Äpfelchen aber nicht. Und eine Mengenanzeige fehlt da noch. Wie viel wir denn da überhaupt haben von den Äpfelchen? Liegt da schön auf der Leiste rum? Wie viel ich habe, weiß ich aber nicht. Und da ist ein komischer Hammer jetzt zu sehen. Was der Hammer sein soll, keine Ahnung. Zum Reparieren eventuell? Schon gut Schaden genommen hier. Könnte ich mit Holz weitermachen? Nicht mit Holz, mit Steinen. Wir haben noch ein paar Steinchen aufgehoben. Floor. Ich brauche eine Ceiling, also eine Decke. Roof. Gibt nur Schrägdächer oder so? Kann das sein. Ha. Du bist da wieder ein großes Segment. Not enough Ressourcen. Dammit. Also, die Ressourcenkosten für die einzelnen Sachen sind hier relativ hoch im Vergleich dazu, wie wir das abbauen. Also, wir sind viel rumgerannt, haben viel Bäumchen gekloppt und sowas, aber nicht viel Rohstoffe gekriegt dafür. Kann sein, dass das unser Hauptziel ist? Nee, da ist keine Anzeige.
Branches. Hier haben wir noch ein bisschen Flint. Ich würde doch aber ganz gerne eine Werkbank irgendwo hinstellen können, um zu gucken, ob ich irgendwie mir eine vernünftige Waffe bauen kann, eine Rüstung bauen kann oder sonst was. Vielleicht erlaubst du mir das ja jetzt. Jetzt haben wir relativ rundherum Wände. Naja, außer Rückwand noch. Falsch. Falsch. Rechtsklicken, dann Tab drücken. Darf ich dich jetzt hinstellen? Use. Nein, immer noch nicht. Tja, ich gehe davon aus, dass das erst platzierbar ist, wenn wir ein Dach drüber haben. Überall, also ringsherum Wände und dann ein Dach drauf haben. Hoffe ich doch mal. Nicht, dass wir zu einer bestimmten Stelle müssen, wo wirklich ein Shelter ist. Sicherheitsbereich oder sowas. So, lass mal gucken. Wie kriege ich den Cursor hier komplett weg? Add Marker, ja. Aber wie kriege ich den weg? Oh, nochmal draufklicken. Ziemlich offensichtlich. Na gut, ich denke mal, das sollte für die ersten Impressionen für das Spiel reichen. Wir brauchen definitiv nochmal eine weitere Folge in der Demo, um weiterzukommen. Gibt es hier einen Speichern? Ne, wir gehen einfach raus und machen dann beim letzten Speicherstand weiter, wa? Das heißt, nächstes Wochenende gibt es ein weiteres Video, wo wir die Demo von dem Spiel hier weiter erkunden. Die Demo gibt es ganz normal bei Steam, vom Frozen Flame. Und dann bin ich mal gespannt, was das mit der Frozen Flame an sich auf sich hat, ob man hier noch ein bisschen Tutorial oder sowas erlebt. Zurzeit ist das ein bisschen mau. Aber auch interessant, meiner Meinung nach. Na gut, dann sehen wir uns im nächsten Video. Über Kommentare, Likes und Abonnements würde ich mich natürlich freuen. Was das jetzige Video angeht und auch generell meine Videos. Und ja, wie gesagt, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein, gebt der Gast, habt Spaß und auf Wiedersehen, tschüss.